Hallo zusammen. Pünktlich zur Silvester haben wir eine neue Showdown-SBC. Naby Keita gegen Mateo Kovacic. Beide fast gut spielbar, auf jeden Fall spielbar. Dribbling-Werte sehen sehr, sehr gut aus bei beiden. Ansonsten gute Allrounder-Karte. Die Passstats hier bei Keita nicht zu vernachlässigen. Hier wir haben 4 Sterne, 4 Sterne, Mittel-Mittel-Arbeitsraten. Die Arbeitsraten, kann man sich drüber streiten. Aber die Attribute, man sieht Antritt 90, Sprintgeschwindigkeit 76, das heißt also nicht so hohe Endgeschwindigkeit dafür, aber auf dem ersten Meter richtig gut. Das Dribbling 93, 95, 85, 91, 90, also wirklich sehr, sehr gut. Der Schuss ist in Ordnung, war mit 78 Abschluss auch noch in Ordnung. Passen, wie gesagt, Flanken, Effet schlecht, Rest wirklich gut für zentrale Mittelfeldkarte. Ausdauer 82 könnte definitiv besser sein, aber die Verteidigung mit Abfang 92 und Defensivbewusstsein 83 ist auch wirklich gut. Also eine gute Allrounder-Karte kann man durchaus spielen. Kovacic ähnlich. Wir haben ein bisschen weniger Tempo, viel weniger Abschluss. Dafür besseres Passspiel. Gerade kurzer Pass mit 95 sensationell gut. Das Dribbling auch noch wirklich sehr, sehr gut. Auch 93 Ballkontrolle, 93 Dribbling, was wirklich sehr, sehr gut ist. Verteidigung auch gute Werte, vernünftige Werte, also als Achter durchaus spielbar. Ausdauer auch ein bisschen der Knackpunkt. Insgesamt müssen wir bei beiden ähnliche Aufgaben machen. Hier haben wir nur den Unterschied, dass wir hier einen Chelsea-Spieler haben. Bei Keita haben wir einen Liverpool-Spieler. 83er Rating, ein Inform. Kriegen wir einen Jumbo Premium Pack, hier Prime Elektron-Spieler. Und wir brauchen einen 86er Team of the Week und einen Premier League-Spieler. Also nicht so teuer. 100.000 in etwa kosten sie beide. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg damit. Bis dann. Ciao, ciao.